Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, diesmal mit Pulitzer. Guten Tag. Und Jay Chris. Hey Leute. Absolutes Chaos-Squad, heute mit dem neuen Flakpanzer der Deutschen auf 6-0, dem Zerstörer 45. Einem Fahrzeug, auf das ich warte, seit es den deutschen Tech-Tree im Spiel als Panzerbaum gibt, was schon sehr lange ist. Er ist jetzt im Spiel, nicht ganz so, wie ich es erwartet hätte. Und es wird auch gerade kräftig in den Foren debattiert, ob der so historisch akkurat ist. Weil eigentlich sollte der eine Verkleidung bekommen wie der Wirbelwind oder der Ostwind. Falls ihr dazu Intel habt, gerne in die Kommentare. Also ich hätte ihn auch lieber mit der Verkleidung, das wird einfach cooler aussehen. Jetzt haben wir ihn quasi in der Möbelwagen-Konfiguration. Aber das macht den 430ern keinen Abbruch. Das ist quasi der doppelte Kugelblitz. Naja, was heißt kein Abbruch, ne? Also den kannst du halt leider mit dem MG rausnehmen. Den kannst du mit der Lugak rausnehmen. Aber man hat halt 430er mit 70 Pen. Und eine Schwäche, die der hat, die der Kugelblitz nicht hat, ist halt auch, dass man quasi diese Trommeln hat und kein Gurt. Ist schon was. Mit dem Pen, ich hatte die falsche Muni drin, das wäre doof gewesen. Nice. Ja, und Jan zeigt schon, wieso dieses Ding gut ist. Wobei, den hättest du auch mit jeder anderen Muni klein gekriegt. Ja, das stimmt. Wir sind auch nur auf 6-3, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne, 6-7. Ne, 6-7. Echt? Was ist denn bei uns im Team? Ah, der Tiger 2. Ah, genau. Ah ja, und was der hier auch hat, was bei den meisten anderen Fahrzeugen mit runterklappbaren Seitenschützen ist, beziehungsweise nicht ist, der hier kann durchphasen. Die haben keine Hitbox. Doch. Ah, jetzt haben sie welche. Ja, hatte ich letztens. Gestern hatten sie nämlich noch keine. Nee, bei meinem. Nee, bei Jans. Oh verdammt, da kommt ein rückwärtsfahrender IS. Na, es war ein bisschen eng mit dem Pen. Ja gut, dann tracken wir ihn halt, dann kann er auch nichts machen. Und ein M36 kommt da vor uns. Den können wir holen. Mhm. Ich hab seine Kanone vom M36. Ja, der wird mich jetzt rausgehen, leider. Die Gleiskette von dem IS, der entgeht mich. Und jetzt kann er geschossen. Ja, und jetzt habe ich die Trommel, die leider nachladen muss. Das ist jetzt ein Problem. Ah, und der entgeht mich raus. Ich versuche in einem Flugzeug schnellstmöglich den IS rauszukommen. Ja, das wäre nicht schlecht. 5 Kilometer entfernt. Ja, das ist die 50 Cal. Ich habe gerade versucht, das 50 Cal zu killen von dem, das ging nicht. Hm. Kann man mit dem Sturmmörser. Ich glaube, ich sterbe jetzt durch Arti. Ja, meine. Das wäre schlecht. Oh, IS ist raus, sehr schön. Leider vorgefahren. Oder was ist da noch in der Nähe? Ich guck. Das ist auf Flugzeuge reingekommen, gegnerisch. Wow. Wo? Hinter uns. Über unserem Spawn. Aber es ist ein Japaner. Ja, ich hab ihn im Visier. Kannst du mal dich um den Panzer vor mir kümmern? Das ist ein Super Passion, glaube ich. Ja. Oh doch, da ist was, ja. Das Flugzeug gleich hinter mir. Flugzeug ist raus. Aber man muss tatsächlich sagen, mit Zerstörer 45 kann man extrem gut. Rohre schreddern. Das ganze Ding ist mega gut. Ich wünschte mir halt nur, das wäre halt in der, ich sag mal, kompakteren Konfiguration. Also Panzer 4 Wanne mit dem. Oh fuck, ich glaube, du killst mich jetzt, oder? Ja, natürlich. Aber ich habe auch den gekillt, den ich killen wollte. Ja, aber dann warn mich doch vor, dass du eine Tonne abwirfst. Fehl ausgeführt. Ich dachte, ich soll das machen. Okay, alles gut. Aber nicht die Ansage, wie? Du, ja. Du bist Crosshair, oder? Soldaten befolgen Befehle. Oh, fuck. Für die Demokratie. Genau so. Ich habe einen G6 vor mir, ich kann nichts gegen ihn machen. Okay, das war peinlich. Okay, da kommen eine Menge Flieger vom Gegner. Kann jemand was gegen den vor mir tun? Nein. Campen, nein. Oh, lol, der Amix M4 hat mir noch... hat mich noch geklaut. Da komm ich wieder mal mit Zerstörer rein. Wie gesagt, hier sind drei Flieger am Himmel. Klau sie mir nicht alle. Du tötet sie halt. Kann ich schon nichts für, wenn du die triffst. Was denn los? Ah, jetzt habe ich einen Hit gemacht. Jan hat eine wunderschöne Tarnung auf seinem Panther. Ich habe einen Kill gemacht. Yay. Sehr schön. Also bei den Dingern weiß man halt wenigstens, wo sie hinfliegen. Oh, wo ist der? Hier drüben. Ah, das wird dir gar nicht gefallen, mein Freund. Ich habe immer noch einen verpasst, Abschusshilfe.
Ja, also gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge ist das Ding echter Mixer. Du schredderst einfach alles. Naja, aber man muss sagen, G6 halt teilweise Dinge aus, die sind auch nicht normal. Ja, aber der war gerade sehr, sehr beeindruckt von den 430ern. Ja, stimmt, gerade so Athena E und sowas macht den G6 erhalten vor allen Dingen großkalibrige Kanonen aus, als wäre es nichts. Komisches Völkchen. Nächstes Flugzeug. Also gerade mit, also ich benutze den puren AP-Belt und ich finde, der ist auch gegen Flieger extrem gut. Ja, tatsächlich, was mich auch ein bisschen stört, der Wechsel dauert recht lange. Ja, deswegen, ich habe nur den AP dabei. Ich fände es voll cool, wenn man für verschiedene MGs oder Kanonen halt verschiedene Belts festlegen könnte. Und dann auch nur und dann einfach die Kanonen dann wechseln oder so. Ja, irgendwie so, das finde ich mega gut. Aber ich weiß nicht, ob oh oh! Nicht gut! Was, wo denn? In B. Und von hier kommt auch Feuer ordentlich. Hm, es hört sich nicht so gut an gerade. Nee, es ist auch alles gerade nicht so gut hier. Also, die offene Crew ist schon ein Nachteil, aber ich würde den niemals mit hochgeklappten Platten spielen. Nee, definitiv nicht. Nee, also die Einschränkung beim Bewegen ist halt extrem. Also beim Versuchsflakwagen, das funktioniert ja ähnlich, da würde ich es noch verstehen, aber hier halt gar nicht. Halten halt auch nichts aus, also kannst halt auch lassen einfach. Tot ist die Crew so oder so, wenn das schon was Größerem als ein 67er ist. Klappen, kannst auch keine Flugzeuge beschießen, weil sobald ihr dir ein Stück links weiter aus. Genau, so geht's einfach nach oben. Ja. Sehr schön. Ich hab direkt vor mir einen Sherman. Irgendwo in C ist was drin. Ja, warte, ich bin am Nachladen. P76, PD76, wo ist der jetzt? Steht im Wald in der Senke, ist tot. Da kommt ein Flugzeug rein und zwar auf. Ja, ich sehe es. Den da meinst du, ne? 125 kommt der, ja. Den zweimotorigen. Ja. Ja, ist gelockt. Locked and loaded. So. Also, die kann. Ich. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob der auf 6-0 bleibt. Ich bin mir sicher, dass er es nicht tut. Nee, also 6-7. Mindestens, ich meine, wo sitzt der Kugelblitz momentan? 7-3? Letztes Mal hast du noch 7-7 gesagt. Stimmt, ja. Ne, 7-3 ist es, glaube ich. Ja, aber nee, du hast 7-7 gesagt für den Zerstörer. Ach so, ja, aber ich habe eine gute Crew auf dem. Und es ist völlig egal, du bist trotzdem so schnell rausgeMG'd. Also, wenn sie ihn in der Konfiguration lassen, bleibt der unter 7-0, sage ich mal. Wenn der noch seinen Turm bekommt wie der Ostwind, dann könnte es anders aussehen. Nicht, dass ihr das macht. Gab es das jemals, echt? So ein explizites Feature nochmal nachgereicht wurde? In der Regel werden nur Fahrzeuge rausgenommen, die so... Oh, verdammt. Ah! Zum Teufel! Alter, wenn, dann wird er maximal noch als nächstes neues Fahrzeug dazukommen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine V2 quasi bekommen. Ja, das könnte sein, ja. Da, wo ich gerade meine Bombe reingeworfen habe, sind noch ein paar Gegner. Gut, aber es wäre halt auch ein bisschen redundant, ne? Ja, eben. Ich meine, die Bewaffnung ist halt genau die gleiche. Ein bisschen mehr Blech aus oben den Turm rum macht den Kuhn jetzt auch nicht fett. Aber irgendwann werden sie halt überlegen, wie sie Fahrzeuge reinbringen und dann... Wäre sowas halt. Ja gut, momentan ist ja generell, also an die Entwickler eine Sammel. Eine Klage klingt blöd, das ist eine Sammelanschrift von hier Zuschauern, genau. Spielern, dass das Spiel. Alter, mein Kopf, ne? Sammelpost von Spielern, dass das Fahrzeug inakkurat ist. Dass sie es ändern sollen. Oh, okay. Lol, wo kam der jetzt her? Ich hab die Entschuldigung, Schmerzmittel. Wo kommt der denn jetzt her? Wo, was, wie? Ich habe keine Ahnung, wo diese A21 war, die mich gerade zerschossen hat. There's a flak that's shitting on my plane. Hui! Achtung, A21 direkt über uns. Nein, sie fällt. Da ist noch ein Flieger, links. Ich merk's, ja. Ist der jetzt tot? Schwerer Schaden, lol. Mit dem MG3. Schwerer Schaden, das ist mein Kill. Nice. Ja, aber der fliegt noch. Ja, aber der... Ich weiß auch nicht, was da schwerer Schaden dran war, aber... Also der fliegt easy noch. Also, ich schieß dann jetzt drauf, ne? Wenn er... Ja gut, ist ja eben ein Kill. Ja.
Teamwork. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich dem getan habe. Du hast ihm den Motor zerlegt, so wie der geflogen ist. Was, ja, also ist für ein Flugzeug schon eigentlich tot. MG3. Der schwere Schaden ist ja nur ein Schaden, wo der halt früher oder später definitiv kampfunfähig ist danach, ja. Ja, aber ein MG3 einen Motorblock durchschlagen? I doubt it. Also. Ja, gut, es langt ja, wenn du irgendwelche Verbindungen quasi zerschießt. Ja. Also keine Ahnung, die Spritleitung oder sonst was. Aua. Oh, das wird ein Spaß. Nein, das wird überhaupt kein Spaß. Die Dualität von Pulitzer. Jumbos halten echt ordentlich was aus, ey. Ja, wie gesagt, als hier du dein Sturmhäuser gemacht hast, also Jumbos haben auch die 380er ausgehalten. Ich bin so schön von oben auf den Turm drauf geschossen. Er war unbeeindruckt. Bin ich sehr gewundert. Ja, ich bin durch den Jumbo durch, haben damit die Kette noch gezogen. Fuck, schon wieder ein schwerer Panzer von mir. Das ist uncool. Aber, also ich habe meinen Spaß mit dem Ding bis jetzt. Also, gerade gegen Flugzeuge finde ich es extrem stark. Aber gut, mit einer gepimpten Wirbelwind kannst du auch echt nichts falsch machen. Man muss halt auch nicht sonderlich weit vorzielen. Das nee, gerade mit den AP-Belts ist quasi Point and Click. Kommt dir gerade den Fisch hoch? Was? Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, es gab Sushi zum Abendessen, liebe Leute. Ich hatte heute Mittag einen Cheeseburger und heute Abend hatte ich Pita-Taschen. Lecker. Ja. Hast du also fertige oder? Nö. Also heute Mittag die Burger bei dem Lieferdienst, aber abgeholt. Der war sehr gut und die Pita dann haben wir selber gemacht. Natürlich, das BTR überlebt es natürlich wieder, wenn ich dem eine Salve gebe, ne? Mit dem Zerstörer? Ja, BTRZD hat es überlebt. Achso, ja klar, ist ja russisch. Wir hatten es doch eben bei Thorsten in der Aufnahme schon. Ja. Ja. Aber hey, für die erste Runde lief gut. Und ich habe das Ding wirklich fast erforscht. So, ich packe jetzt noch einen 100% Booster rein und dann dürfte ich ihn nach der Runde haben. Und er hat erstaunlich wenig bei mir gegeben, obwohl ich Zweiter, glaube ich, war. Aber jetzt werde ich auch das 6-0-Deck wieder häufiger spielen, einfach nur, weil das Ding da drin ist. Ich musste mir jetzt extra ein neues 6-0-Deck bauen. Ja. Ich hatte ein 6-0-Deck. Ich habe immer ein 6-0-Deck. Ja, also nicht immer. Vorher war es ein 5-7-Deck, aber jetzt ist es ein 6-0-Deck. Ja, ich habe jetzt beides. Ich habe jetzt auch beides tatsächlich. Ich auch, ja. Aber das fliegt wieder raus, wenn ich die Pacht vom Sturmbörser nicht mehr habe. Ja. Musst du ein bisschen aufsteigen, dann kannst du ihn behalten. Ich fand den jetzt ganz witzig, aber. Es ist kein Fahrzeug, was man unbedingt braucht. Boah, Waffenträger, fahr da nicht vor mich, ey. Er denkt, er ist schnell. Okay, 6-3 sind wir mindestens. 6-7 sind wir mindestens. Der Tiger 2 neben uns. Ja gut, das wäre ein P, der ist 6-3 immer noch, oder? Nee, die sind alle plus 6-4. Ist der P auch hoch? Ja. Der ist schon. Okay. Ja, ich spiele den P nicht, einfach wegen dem schwächeren Turm. Ist ja auch ein Hard, aber. Ja, deswegen bin ich auf 6-7 gekommen. Ich habe die Spawnpunkte angeguckt. Habe ich wieder vergessen. Ja. Also, Hitbox, definitiv. Ich habe nämlich gerade das Ding mit der Schürze weggemacht. Ja, ist mir vorhin in der Runde auch passiert, aber definitiv gestern oder vorgestern ging es noch nicht. Da bist du damit durch Wände durch. Also, bei Jan im Stream hatten wir den Fall, ich weiß nicht, Felder von Polen. Wollte ich durch diesen Durchgang fahren in dem einen Haus, wenn du von der einen Seite kommst. Ja, bist hängen geblieben. Ich bin durchgekommen. Nicht vollständig und Jan ist einfach durchgekommen. Bei mir hat es dann auch. Aua, Alter. Wo? Weit rechts. Voll alleine gefangen gerade. Direkt, also schon hier. Ja, so 50 Meter oder so. Also ich frage mich halt, wie der da so schnell hingekommen ist. Au, verdammt. Schlecht. Da steht der. Okay, das ist. Ich kann den nicht beschießen.
Das ist alles belastend. Oh nice, Artikel. Artikel macht mich wieder glücklich. Also der, der Richtbereich von dem Ding ist echt begrenzt, leider. Nach unten vor allem. Ja, das stimmt. Aber auch durch die Schürze tatsächlich. Lol. Hier sind jetzt tatsächlich zwei Leute weniger bei mir drauf. Die schlafen, also da sind keine schlafenden Leute mehr. Okay, bei mir schlafen sie. Bei mir sitzt jetzt auch mein Kommandeur am Geschütz. Okay, das ist bei mir nicht so. Vor mir ist definitiv ein Gegner, ja. Also der M60 hat mich auch T20 hat mich auch hingerichtet, aber er kann nicht mehr wegfahren. Das wird ihn richtig ärgern, bestimmt. Jetzt probieren, ob ich ihn bekomme, wenn ich ihn sehe. Da ist noch ein Heavy bei ihm. Oh, schlecht. Verdammt, ich wollte den M18 und da ist der T20 wieder gekommen. Ist der T20 schneller geworden? Ja, anscheinend, weil sonst wäre der gar nicht so früh da. Der hätte nicht so früh da sein können. Also der hat gerade Hellcat-Geschwindigkeit oder vielleicht ein bisschen langsamer drauf gehabt. Du wurdest aber gerade von der Hellcat getötet. Ja, ich weiß, aber der T20 kam von vorne auf mich zu und der war echt fix. Okay. Hätte ich nichts gegen, wenn sie den wieder gebufft haben. Ich mochte den damals echt gerne. Immer noch gut gewesen die ganze Zeit eigentlich. Darf nur kein Abtier kriegen. Soll ich da irgendwo hinschießen, Jan? Aua. T20 ist getrackt, ist markiert hier. Ich werde beschossen von hier, von links. Wie ungünstig. Und Alter, die haben mir das Gun Breach von meinem Turmmörser rausgenommen. Ich krieg die Kotze, ne? Wie unschön. Das hat der Hellcat jetzt davon. Jetzt hier links. Oh ja, kommt das Bomben funktionieren. Nein, funktionieren nicht. Ach, ist aber mies. Irgendwo hier hinten steht die Hellcat. Da ist auch noch die T20, ja. Oh Gott, klingt der in der Gunner-Ansicht ekelhaft. Also der Zerstörer. Wieso? Das quietscht ganz eklig. Was quietscht da? Beim Bewegen oder was? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wenn du rückwärts gang, geh mal in die Gunner-Ansicht und fahr rückwärts. Uah. Jetzt hat er mich echt geholt. Verdammt. Wie hat er das denn gemacht? T20. Steht der da immer noch? Ja, steht da immer noch. Ja. Jetzt ist er raus. Jetzt nicht mehr. Also ich glaube, wir müssen mal wieder T20 fahren. Ich habe den damals eingemottet, als er so hochgegangen ist. Problem ist halt die Kanone vor allem, ne? Ja, das stimmt. Das ist doch die wie im Sherman, ne? Ich glaube schon. Die 76er. Zwei Flugzeuge rein. Okay, ja, bin im Flak-Modus. Gleich spawns. Ist gelockt. Oh. Mal nach dem da bei euch in die Ecke. Hier ist eine Hellcat, die nichts mehr machen kann. Absolut nichts mehr. Der ganze Turm ist kaputt, aber sie fährt noch. Seh's. Ah, sie konnte sogar noch ausweichen. Boah, also als Flak finde ich das Ding echt gut. Alter. Hm? Hier außen kommt einer. Was? Ist oben offen, oder? Dieses Flugzeug, das du da gekillt hast. M36. Ja. Hat eine Bombe fallen lassen, mit einem extrem Spätzünder. Also extrem. Und die haben dich noch erwischt, oder was? Ich bin draufgefallen. Sorry. Nee, es hätte mich auch so getötet, die waren weit genug weg, aber nicht weit genug weg, aber ich bin echt noch drauf gefallen. Das war der Lüff. Dann das müsste glaube ich nicht kommen sehen. Gut, dass du es sagst, weil das fliegt auf mich jetzt auch zu. Kriegst du das? Weil ich habe gerade einen Panzer vor mir. Ja, ich kann nicht mehr.
Hab ihn. Ich steuern. Wo ist das Flugzeug? Ich hab's gekillt. Okay, gut. Ja, schuss mal diese Bombe. Ich muss weiterfliegen. Nice. Oh, Jan, das war so schön, so richtig schön wie so ein Ballett. Dumm, dumm. Ich kill mit einer Banone. Mit einer Banone. Und du mit einer Kante. Ach, sehr schön. Und ich dachte, ich bin der Einzige, der ein bisschen bekloppt gerade ist. Wir brauchen dafür nicht mal Schmerz. Oh oh. Oh, das will ich richtig ärgern, mein Freund. Oh, scheiße. Zu steif. Dich scheinbar auch. Flugzeug? Wo ist das Flugzeug? Am Himmel. Entschuldigung. Sie ist nicht. Dich hat doch gerade die P-47 genutzt, oder? Mich? Ja. Nee, ich bin. Das war die von, die ich abgeschossen habe und dann bin ich boden. Ah, okay. Obwohl die mir nichts getan hatte. Also die hat mich getroffen, ja, aber es war nichts. Ja, also ich hatte sie den Kill bekommen. Nichts orange, nichts rot, nichts kaputt. Da ist aber was tief über ja. Unserem Spawn. F8F. F4U ist hier auch. Habe ich leider vorbeigelunzt. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist nicht die beste. Von dem Ding. Ja. Also wenn du einen Gegner im Close Quarter bei dir hast, einen Flieger, der dich umrundet, keine Chance. Und dann zieht der Schütze seine Pistole. Der Schütze, der Pilot seine Pistole, der schießt. Piu, piu, piu. Nee, der macht's wieder Battlefield. Fliegt nach oben, stall, springt raus. Ah. Und halt unter ihm. Die hat okay. Er gut geworfen, ey, der ist super tief geflogen. Ja, ich hab's voll verkackt, ihn zu schießen, leider. Ich bekleckere mich gerade nicht als Ruhm, mit Ruhm. Alter, jetzt wirkt's langsam, glaube ich. Jetzt mit dem MG34, aber du nicht. Ach, scheiße. Aber ich glaube, die Bombe killt ihn trotzdem noch. Nein? Lag nicht gut. Aber der Gurt, also diese Trommel, die das Ding hat, sind schon echt ein Weak Spot. Oh, toll. Lol, das hat nur meine MG kaputt gemacht. Lol, jetzt merke ich, was du meinst mit diesem, dass diese Box den Richtwinkel kaputt macht. Nach hinten, ne? Ja, das ist so toll. Oh, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich bin leer. Das ist schlecht. Ich bin dabei, ich glaube, 4 oder so pro Stück. Nicht so viel. Hier fliegt immer noch irgendwo die tieffliegende FPU, ne? Ja, die hat gerade ihre letzte Bombe aber auf mich geschmissen. Ja, ja, aber der hat ja noch MGs, weil hier Jan gerade mit dem Flieger kommt. Ach, der kann nichts, der kann nur Bomben werfen. Mhm. Dann fühle ich mich ja sicher. Jan, du siehst den nicht zufällig, oder? Ich sehe ihn nicht, ich sehe nur ein Zeug hoch reinkommen, neu. Ja, ich lade mal meine Muni nach. Oh, warte, er war unter mir. Er ist unter dir. Oh ja, der zieht gerade hoch zu dir. Ja. Lass mich Muni nachladen, ich versuche ihn zu bekommen. Also komm in meine Richtung. Überrascht. Scheiße, ich werde von hinten beschossen. Aber komm trotzdem. Ach, mein Bomben hat nicht funktioniert. Nee. Okay. Obwohl doch, er hat einen leichten Schaden. Hab ihn erwischt. Wow, er hat einen Gearlag verloren. Das wird ihn ärgern. Aber ich finde die so gut, die Änderung. Dass du... Oh, verdammt. Ich finde die Änderung so gut, dass Sachen im Cap jetzt nicht mehr komplett von vorne anfangen, wenn du sie nachlädst. Ja. Nee, also ich fand das gut. Ja, echt? Aber du bist ja auch Masochist oder sowas. Dinge, die niemand sagt. Also es würde mich wundern, wenn das irgendjemand gut fand.
Lol, neben mir steht ein Gegner, ein M16. Hat mich wohl nicht gesehen. Ich hab die F4. Sehr schön. Ja, gut, Abschüsse sind nice. Ich würde gerade sagen, wir dominieren das Match und dann gucke ich in unseren unsere Rundenübersicht. Ja, nee. Ich finde das schön, dass auch Thorsten Sprachprobleme. Oh, verdammt! Hätte ich mal nichts gesagt! Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und habe 2 Bier getrunken. Also. So, da kommt ein PT. Da, wo am Anfang der T20 ist, reingefahren ist, kommt jetzt PT. Sehr schön. Da bin ich, wo ganz anders. Kann ich nicht machen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr gut. Ich hab ihn. Es bleibt in der Familie. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Premium. Weißt du was, denn mit dem Thunenturm sollten wir als Premium bekommen. Premium-Flachs fehlen mir noch zu meinem Glück. Würdet ihr euch eine Premium-Flak holen? Ja, kommt drauf an. Also sie muss schon mega gut sein. Ja, ich glaube, das ist auch das Problem, warum wir keine Premium-Flaks haben. Die meisten Leute würden sie sich nicht holen. Hier ist eine M6, das ist ein Problem. Soll ich ihn wegbomben? Ja, nicht verkehrt. Der will steht der da immer noch? Ja. Da kommt gleich noch was anderes hinten dran. Ich kapet. Wir können uns gegenseitig nicht pennen, aber... Ja, ja, ich schmeiß da jetzt Bomben rein. Alles gut. Ach, sorry. Lol. Ah, auf der linken Seite vom Turm. War ja, trotzdem schön. Noch was. Eye for an Eye. Ach, das war der PT. Da habe ich kein Mitleid. Ich hätte mir meinen Spaß genommen. Na, mein Freund, kommst du nicht durch den Tiger durch? Ist ja peinlich. Natürlich hat der Spawn Protection Sender. Oh, ekligen Russenflak. Fährt der außen rum oder wo fährt denn der lang? Wer? Flak? Der steht einfach hinten am Wasser in deren Spawn. So. Kannst du mir deren Spawn markieren kurz? Ach, scheiße, ich habe das hier auf eine andere Karte. Andere Tasse. So, das war aber nicht der Russe, den ich gesehen hatte. Nee, der steht hier. I see. Nee, die Flak, die russische kommt hier. Ja, ich als Artillerie hin. Never. Na, das war's, sehr schön. Gewonnen. Ah, das war der letzte Kill. Ich mag den Modus trotzdem nicht. Nee. Also, ich hätte nicht gebraucht. Nee. Aber die Flak definitiv. Ich finde sie nett, aber ich glaube nicht, dass sie da bleibt. Und mir fehlen noch 2700 Punkte. Verdammt. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Na dann, geht's jetzt. 2,7. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Ding haltet, welche Flaks ihr gerne noch sehen würdet, ob ihr ihn lieber mit geschlossenem Turm haben wollt oder so. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. Macht es gut.